Der Leistungskatalog für die Krankenversicherungen der Grundversorgung ist identisch. Die Grenzen über die Anwendung sind aber nicht klar definiert. Und hier besteht ein gewisser Ermessensspielraum für die Krankenversicherung, welche Leistungen sie übernehmen können, müssen oder nicht. Und man stellt schon fest, dass manche Kassen hier nicht im Interesse des Patienten entscheiden. Manchmal kann es sich also lohnen, einen klein wenig höheren Betrag zu zahlen, um sich zu einem späteren Zeitpunkt einen gewissen Ärger zu ersparen. Wir stellen fest, dass es gerade im Bereich der Serviceleistungen schon Unterschiede zwischen den Krankenversicherungen gibt. Ein Beispiel ist, dass Versicherungen dem Patienten vorschreiben, dass sie die Arztrechnung selber zahlen müssen und dann das Geld erst im Nachhinein von der Krankenkasse erstattet bekommen. Und diese Erstattung kann zum Teil relativ lang dauern, teilweise mehrere Monate. Zweites Beispiel ist, dass Versicherte oder Patienten Medikamente nur in ganz wenig ausgewählten Apotheken beziehen können. Ganz klar ist unsere Empfehlung, das Produkt genau zu prüfen. Erste Prüfung, die man vollziehen sollte, ist der Preis. Hier stehen verschiedene Vergleichsangebote im Internet zur Verfügung, wie zum Beispiel Priminfo, eine Seite vom BAG, die alle Preise der einzelnen Versicherungsprodukte auflistet. Die zweite Empfehlung ist, zum Beispiel auf Comparis zu schauen. Comparis stellt die Kundenzufriedenheit dar und es ist immer wieder aufschlussreich zu wissen, wie bestehende Kunden ihre Versicherung beurteilen. Und wir empfehlen Versicherten, ein Produkt zu wählen, in dem man einen Arzt oder eine Praxis seines Vertrauens auswählen kann. Diese Praxis steht dem Versicherten oder dann dem Patienten für alle Gesundheitsfragen zur Verfügung und hilft, auch Entscheidungen über die zukünftige Behandlung gemeinsam zu treffen, wie zum Beispiel die Auswahl eines richtigen Spezialisten für das aktuelle gesundheitliche Problem. Ich würde ganz klar ein Hausarztmodell oder ein HMO-Modell empfehlen. In solch einem Modell steht Ihnen ein Hausarzt bei allen Gesundheitsproblemen zur Verfügung. Er hilft Ihnen, Entscheidungen zu fällen, wie eine Behandlung weitergeführt werden soll, zum Beispiel bei der Auswahl eines Spezialisten. Und Sie erhalten in solchen Modellen eine hochstehende Medizin zu einem günstigen Preis.